Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. So, wir haben ein Problem. Ich bin mal ein bisschen hier rumgelaufen. Hier war gerade ein Monster, das hätte ich jetzt killen können. Das habe ich jetzt nicht gekillt. Also, ich habe mal nachgeschlagen. Da es ja jetzt vor 2 Tagen ein Update kam, hat sich alles zur Alpha ein bisschen geändert. Wir müssen jetzt für Eisen mindestens 120 Meter bis 850 Meter tief buddeln. Ihr erinnert euch, dieser Fahrstuhl geht nur 64 Meter tief. Dann haben wir das weitere Problem, dass Lithium ab 120 Meter sind. Das heißt, wenn wir jetzt die 64 und 64 runtergefahren sind, haben wir mal gerade 120 und könnten vielleicht Lithium finden. Ich würde jetzt in dieser Folge mit euch mal eben nochmal unsere ganzen Stationen leer machen, so dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen weiterkommen, weil wir brauchen das Eisen wirklich, um Storage-Boxen hinzusetzen. Sonst zieht sich das wirklich wie Kaugummi, dass wir da unten hinkommen. Ne? Und dann werde ich offline, werde ich denn letztendlich das so bauen, dass wir hier... Warum füllt er das jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich, weil genug Strom da ist. Ne? Aber ich habe nicht genug Strom. Dass ich nochmal 64 runterbuddel, weil das müsste ja für euch ein bisschen zu langweilig sein. Oder ich schreibe es mir einfach in den Kommentaren, ob ihr wollt, dass ihr seht, wie ich mich da 64 Blöcke tief in die Erde buddel und was da alles passiert oder auch nicht passiert. Wie gesagt, es fällt jetzt alles mit diesem Iron, was wir brauchen, denn Iron brauchen wir, um diese Hopper zu bauen, und ansonsten kommen wir zu nichts. Oder wir kommen nicht zu Rande, sagen wir es mal so. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen die Welt erkunden. Und da hinten sind ja so komisch Aliens gewesen. So komische, wo war es denn jetzt? Hier, glaube ich, in dieser Richtung sind Aliens am Horizont. Und wir können mal einfach so einen Mob angreifen. Ich wechsle jetzt mal auf meine Schusswaffe und greife mal hier so ein Alien an. Mal gucken, was da passiert. So, der ist... Oh, der hat schon direkt was fallen lassen. Das ist sehr gut. Irgendwas Episches. So, dann gucken wir mal. Natürlich ist das jetzt ein episches Auge. Was können wir damit machen? Das werden wir herausfinden. Wir werden jetzt mal weiter in diese Richtung hier laufen. Ist das hier diese Richtung, wo die Aliens herkamen? Ich bin mir nicht sicher. Diese tun uns noch nichts. Es gibt aber andere, die uns angreifen. Wir hätten natürlich auch bei Tag losgehen sollen. Hier über die Welt drüber. Es wird immer unheimlicher. Ich fühle mich auf jeden Fall hier richtig beobachtet. Und ihr merkt schon, hier spawnt irgendwas. Da passiert was. Da sind Aktivitäten. So, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das hier alles schon gescannt haben. Haben wir schon gescannt. Haben wir den schon gescannt? Den haben wir auch schon gescannt. Alles mal scannen, und ihr seht, wie meine Energie weggeht. Also ohne ein richtiges Upgrade kommen wir auch nicht hier wirklich weiter. Und bei diesem Buddeln jetzt, also wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal ein... Ah, was passiert hier? Hier passiert irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Hier kommen überall Mammutbäume zum Vorschein. Irgendwas passiert jetzt hier. Entweder spawnt hier was. Ich weiß jetzt auch nicht, warum meine Aufnahme auf mal so hängt. Bestimmt, weil der nachladet. Die Grafik hier. Ich sag ja, das Spiel ist eigentlich sehr, sehr hardwarehungrig. Oh, oh. Meine Freunde, guck mal hier, meine Augen. Oh, werd ich blind? Was ist das hier? Das ist Chopper. Eine riesen Chopper-Vane. Guckt euch das an hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da müssen wir hier direkt eine Dingens hinsetzen. Eine Markierung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, das mache ich anders. So. So, zack. Aua. Zack. Zack. Damit ich da schon mal weiß, dass hier richtig viel ist. Und das können wir dann später nochmal abtransportieren. Aber schaut euch das mal an hier, wie viel Iron hier wirklich ist. Nicht Iron, sondern... Aber noch viel schlimmer, wie tief das hier runter geht. Ich traue mich hier gar nicht runter zu gehen, meine Freunde. Das ist also jetzt eine Höhle,
Die ist verdammt, verdammt tief, aber hier können wir richtig viel Kupfer abbauen. Das können wir mal machen, wenn wir Fließbänder haben und so. Dann können wir das hier alles abbauen. Sollen wir mal hier einfach runter? Sollen wir mal wagen, hier runter zu gehen? Nein, können wir nicht. Ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Jetzt gehe ich auch noch kaputt. Ich sterbe. Nein. Meine Hypothermie. Oh nein. Das wird das Ende von uns sein. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich brauche Energie. Energie. Also diese Ausflüge können wir nicht machen, ohne dass wir die Upgrades in unserem Suit haben. Aber ich brauche Energie. Energie. Oh Mann. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo wir langlaufen müssen. Wir verlaufen uns jetzt. Wir werden jetzt sterben, ganz klar. Ihr seht, mein Sauerstoff geht zur Neige. Da hinten müssen wir hin. Ich hab's gesehen. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig da ankomme. Das ist die Strafe des Planeten. Und das war's. Wir sind tot. Respawn bitte einmal. Und hätten wir jetzt die schwere Variante genommen, dann hätten wir jetzt unser ganzes Inventar verloren und alles, was wir bis dato abgebaut haben. So haben wir noch alles drin. Das heißt also, diese Ausflüge können wir uns jetzt vorerst mal sparen. Und ihr seht, die Aliens, die werden neugieriger und kommen jetzt schon hier mittlerweile zu uns aufs... Oh, da greift er uns an. So, die werden also neugieriger. Wir müssen uns jetzt langsam schützen. Das heißt nämlich, wir müssen Raketentürme aufbauen. Wir können natürlich da hinten jetzt nichts mehr sehen, wo wir gestorben sind. Vielleicht finden wir da nochmal unsere Leiche. Ja, nichtsdestotrotz schnell hier jetzt Erze schmelzen. Hier haben wir wieder ein paar Erze. Reinstecken die Erze. Wie gesagt, alles das, was ich jetzt hier drin hätte, hätte ich jetzt mit dem Tod verloren. Und das wollen wir nicht nochmal riskieren. Wir gehen jetzt hier nochmal. Es wird jetzt auch wieder Tag. Hier nochmal abbauen. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt langsam mal... Ja, es wird schon wieder verdammt eng. Es wird wieder verdammt eng mit unserer Energie. Aber wir kriegen es jetzt langsam mit. Moment. Müssen wir mal schauen. Dass wir das jetzt hier hochholen. Werde ich, wie gesagt, in der nächsten Folge diesen Tunnel hier... Ich fahre jetzt gerne mit euch nochmal runter. Diesen Tunnel hier werde ich jetzt nochmal erweitern. Das heißt, ich werde jetzt hier ein Treppenhaus bauen. Wir sind jetzt 64 tief. Wir lassen das natürlich auch hier. Hier werden wir dann irgendwie ein zentrales Lager machen und umbauen. Dann werde ich jetzt hier... ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt hier weiterging. Ich muss jetzt nochmal ein Treppending machen, der jetzt nochmal unten drunter 64 weiterging. Dazu musste ich, glaube ich, drei Wände wegmachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Das soll denn jetzt sozusagen mein Einstieg sein. Ich will ja jetzt hier so rum, dann runter und das unten gleichzeitig nochmal im Fließband ist. Aber das werde ich offline machen. Ihr braucht ja jetzt nicht immer zu sehen, wie ich mich jetzt hier einfach stupide 64 tief runtergrabe. Und sollte denn der Schacht fertig sein, werde ich mich natürlich weitermelden. Wenn ihr natürlich allerdings sehen wollt, wie ich mich da runtergrabe, dann bitte, bitte gerne in die Kommentare einen Hinweis. Nein, wir möchten es aber sehen, wie du dich runtergräbst. Dann schalte ich nicht weg demnächst und wir machen alles wirklich Schritt für Schritt gemeinsam. Aber ich verspreche euch, ihr verpasst halt nichts. Das Einzige, was ich mir jetzt nochmal erstellen werde, ist jetzt nochmal ein Lift. Weil, wie gesagt, wir uns ja jetzt nach unten buddeln werden. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass ihr da nichts verpasst. Gut, ich würde sagen, meine Freunde, wir sind wieder an dieser Stelle am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und wie gesagt, die nächsten Schritte sind, dass ich den Tunnel jetzt nochmal um 64 Blöcke erweitere, dass wir auf 128 kommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.